Peng, Peng, Peng und immer so weiter. Wir müssen solche Spiele eindeutig verbieten. Das kann kein Freizeitvergnügen sein, andere Menschen zu ermorden. Mit Gewalt Leute töten, viel Blut oder auch Verbrechen begehen. Ballerspiele am Computer machen aggressiv und gewalttätig. Klasse, einsame junge Männer, die sich virtuell ihren Frust aus dem Leib schießen und bei denen man nicht so sicher sein kann, dass sie das nicht auch einmal ganz real tun werden. Wer sich ständig und auch intensiv mit gewaltverherrlichenden Videospielen beschäftigt, der begeht später selbst eine Gewalttat. Ein Großteil der Schüler kommt mit diesen Videospielen in Kontakt, viele Metzelstunden lang. Es gibt nur ein Ziel: töte deine Gegner. Dass ich Erfolgserlebnisse dabei habe, wenn ich jemanden totschieße. Diese Belohnung durch eine eigentlich strafbare Handlung, ja, das ist das, wo es dann gefährlich wird. Ich glaube einfach, die achten weniger auf ihr Äußeres. Vielleicht haben die auch gar keine Zeit einfach dafür, weil man wird ja irgendwie auch süchtig nach diesen Spielen und spielt man halt den ganzen Tag. Massenmord als Kindersport. Jetzt wird gezockt. Zockt. Mein Name ist Max Payne. Meine Frau und meine Tochter wurden ermordet. Das Ganze stand in Verbindung mit der Designerdroge Wii. Ich wechselte vom NYPD zur DEA, tauchte unter, um ihre Mörder zu finden. Ich kam ihnen zu nah. Der Mord wurde mir angehängt. Ich hatte nichts zu verlieren und legte mich mit der Mafia an. Im schlimmsten Schneesturm des Jahrhunderts. Meine erste Station war Vinnie Gonetti. Abschaum, mit der Gewohnheit, seinen Ärger an minderjährigen Callgirls auszulassen. Nachdem ich hatte, was ich wollte, ließ ich ihn blutend auf dem Asphalt liegen. In einem Gothic-Nachtclub traf ich Mona Sex. Sie war ein bezahlter Killer. Wir verfolgten den gleichen Mann, den sadistischen Ehemann ihrer Schwester. Ich fühlte mich zu ihr hingezogen und wusste, dass es falsch war. Ich machte einen Deal mit Wladimir Lem, der Russe, ein Macher. Er lieferte mir den Gangsterboss, hinter dem ich her war. Aber ich steckte bis zum Hals in der Scheiße. Die Regierung war mit von der Partie. Ein mysteriöser Mann namens Alfred Wooden nannte mir den Namen meines eigentlichen Feindes. Nicole Horn. Wooden und Horn waren Mitglieder eines Geheimbundes, dem Inneren Kreis. Sie steckte hinter Wii, hinter allem. Bei ihrer Arbeit für den Staatsanwalt hatte meine Frau zufällig Papiere gesehen, die Horn belasteten. Wooden versprach sich, um den Staatsanwalt zu kümmern, wenn ich Horn erledigte. Deputy Chief Jim Bravura vom NYPD verfolgte die Spur der leeren Patronenhülsen, die ich zurückließ. Die Schüsse übertönten die Sirenen, aber sie konnten das Schluchzen meiner toten Frau nicht überdecken. Mona kämpfte an meiner Seite gegen Horn. Dafür fing sie sich eine Kugel. Ihre Leiche verschwand hinter den sich schließenden Türen eines Aufzugs. Ich erledigte Horn. Ich ergab mich der Polizei. Ich hatte genug Beweise gegen Wooden, um zu wissen, dass er sein Versprechen halten würde. Ich bildete mir ein, dass alles vorbei sei. Ich war noch am Leben. Meine Familie immer noch tot. Es war nicht vorbei. So, meine Freunde, herzlich willkommen zu Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Ich muss sagen, ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, insbesondere nachdem wir den ersten Teil nun durchgespielt haben. Es liegt ein wenig Zeit zwischen den Aufnahmen, also zwischen dem Ende von Max Payne 1 und 2, aber es ist noch so zeitlich nah, dass auf jeden Fall alles relativ frisch ist. Jo, Pudding ist auch am Start, wohl bemerkt. Und wir spielen normal ohne HD-Mods. Und ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt einfach an. Mein Gott. Jetzt stecke ich wohl in Schwierigkeiten, was? Sie waren alle tot. Liebe tötet. Liebte ich sie? Hatte ich eine Wahl? Die Vergangenheit
ist ein klaffender Schlund. Je mehr du vor ihr davonläufst, desto tiefer und schrecklicher wächst sie hinter dir an. Der Abgrund dicht hinter deinen Fersen. Die einzige Chance ist, dich umzudrehen und ihr zu begegnen. Wir sind am Tatort. Wiederhole, wir sind am Tatort. Aber es ist wie ein Blick hinab in das Grab deiner Liebe. Bereich durchsuchen! Feuer einstellen! Oder den Lauf einer Pistole zu küssen. Die Kugel zittert in ihrem dunklen Nest, bereit, dir den Kopf wegzureißen. Das Krankenhaus. Mehrere Schusswunden, Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was noch. Er hat einen Schock, zwei große Zugänge, intravenös, Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht, der Kerl ist am Ende. Wir verlieren ihn. Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Ich öffnete meine Augen. Langsam wurde alles klar. Sie war tot. Ich war verletzt. Mein Verbrechen lag wie ein hungriger Abgrund hinter mir. Ich musste rennen, alles so weit wie möglich hinter mir lassen. Die Welt war aus den Fugen. Ich halluzinierte, musste verschwinden. Max, der Weg ist frei. Darf ich vorstellen? Max Bay! Kommen Sie, Officer. Wir sind da. Sie sind erledigt. Max, nein, doch. Wir müssen auf ihn. Sofort. Du bist es. Max, nein, seid's. Ich wollte Sie nicht retten. Hauen Sie ab! Hier. Bin mir jetzt nicht sicher, was hier überhaupt passiert ist. Nein, der braucht keine Pflaster, ja. Und der zieht sich einfach so viele Pillen rein, dass er eh nicht merkt, was abgeht. Der gute alte Max, ne? Ja, gut, funktioniert. Wir waschen den alten Sack hier, würde ich behaupten, ne? Bin ich schon? Ja. Aber was ist passiert? Wer ist gestorben? Ich mach das aber mal ein bisschen lauter, oder? Die Stimmen. In einem leeren Krankenhaus auf. Was ist wohl passiert? War ein blinder Fleck, ein Einschussloch, dort, wo die Antworten sein sollten. Nennen Sie es Verweigerung. Ich wollte in meinen Schädel hineinbohren und die Qualen herauskratzen. Also ich würde jetzt fast behaupten, dass es kein Einschussloch ist, ja, sondern dass er sich das einfach mit ein paar Pilzen aus dem Gedächtnis gelöscht hat. Und wieso zum Teufel ist hier keiner? Aber typisch Max, ne? Egal wo der ist, erstmal alles durchsuchen. Irgendwo finden wir schon ein paar Drogen. Ja, da. Gucken. Wie nutzen wir die denn? Optionen, Steuerung. Ja,
Schmerzmittel, Tabulator oder Rücktaste? Max, Telefon. Das Interfektum 600 Milligramm. Ja, das Bild, das passt ja echt gut, ne? Würde ich mal so behaupten. Administration, tun wir nicht rein, oder? Nein. Aber sei der gute Max, der geht gleich erstmal ans Telefon, oder? Und ein paar Painkiller für den guten Alten hier. What? Also ganz so tot sehen wir aber nicht aus. Würde ich jetzt mal irgendwie glatt behaupten. Was gibt's denn? Eine Cola! Oh, ui. Achso, ja. Da stand man schon auf der anderen Seite, oder? Oh, was? Oh, oh. Ich erledige Payne. Der ist schon so gut wie tot. Stehen bleiben, NYPD! Hab ihn! Ach komm! Hallo. Ich würde sagen, aufgeräumt, oder? Und wer bist du? Ich bin mir immer noch nicht sicher, was überhaupt passiert ist, ehrlich gesagt. Was ist mit der guten Mona passiert? Ah, mach die Tür auf. Ah, der chillt hier. Das ist ein fucking Krankenhaus. Wieso ist hier keine Sau? Schlug den Spiegel. Ich würde sie alle töten.
Bleiben Sie dran, Adresse unbekannt, geht gleich weiter. Okay. Das ist eine kranke Scheiße wieder im Fernsehen. Ich glaube, wir sehen im zweiten Teil von Max Payne sogar noch einige mehr Fernsehsendungen als noch im ersten Teil. Muss man halt immer bloß aufpassen, dass wir auch die Fernseher erwischen. Max will auch spielen. Nimm eine Cola. Ja. Interfektum 600 Milligramm, der Schmerzkiller gegen echte Schmerzen. Ich bin Polizist. Als ich im Dienst angeschossen wurde, nahm ich gegen die Schmerzen. Da war bereit ziehen. Interfektum killt ihre Schmerzen. Ja, ja. Polizist permanent auf Schmerzpillen. Naja, kommt uns klein wenig bekannt vor, würde ich jetzt mal behaupten. Boah, wie lange kann man hier in den Fernsehen gucken? Das Raconteur Magazine kürt es zum besten Kostümdrama seit die tragische Affäre des Jonathan Nightingale. Gut, wir wollen jetzt nicht ewig vom Fernseher stehen hier. Wir wollen ein bisschen was von der Story erfahren. Woher weiß Max jetzt eigentlich, wo er hinfahren soll? Oder drückt er einfach wahllos auf die Knöpfe? Man weiß es nicht. Jim Bravura. Sie gehen nirgendwo hin. Was ist da draußen passiert? Sie waren es. Die Internen sitzen mir im Nacken. Waren Sie es? Sie haben sie getötet. Nein, ich kann nicht. Verdammt! Zum Teufel! Sie waren hinter mir her. Es war meine Schuld. Ach, komm schon. Man kann nicht vor der Vergangenheit weglaufen. Man rennt nur im Kreis. Bis man wieder in das gleiche Loch fällt, aus dem man entkommen wollte. Nur, dass es noch tiefer geworden ist. Wo sind unsere Waffen? What? Das ist jetzt uncool. Wen sollen wir getötet haben? Doch nicht Mona, oder? Ich hatte versucht, davonzulaufen, es zu verdrängen. Winterson war tot. Ich war ein Mörder. Das Anwesen. Jetzt. Ein Fehlstart. Das Krankenhaus war nicht der Anfang. Dort gab es schon keinen Weg zurück mehr. Der fatale Entschluss bereits getroffen. Und es würde noch schlimmer werden. Die Vergangenheit ist ein Puzzle, wie ein zerbrochener Spiegel. Man setzt es zusammen, schneidet sich. Das Bild verändert sich. Und man selbst mit ihm. Es kann dich zerstören, wahnsinnig machen und befreien. Man sieht all die unbewusst getroffenen Entscheidungen. Man geht lange mit Freunden aus, anstatt nach Hause zu seiner Familie zu gehen. Ausschwärmen, Männer! Verteilen! Alle Ausgänge abdecken! Der Kuss ließ mich an das kalte Gesetz von Ursache und Wirkung denken. Wo sind die zusätzlichen Einheiten? Ruf die Zentrale! Wir brauchen hier jede verfügbare Einheit! Ich habe Angst. Aber ich beginne am Anfang. Verfolge meine eigenen Schritte bis zum Schauplatz des Verbrechens. New York City. Letzte Nacht. Ich wollte bestraft werden für das, was ich getan hatte. Aber Alfred Wooden hatte sein Wort gehalten. Dank seines Einflusses ging ich unversehrt aus meiner Geschichte der Gewalt hervor. Als ein Held,
Ich dankte ihm nicht, brach das nicht über mich und verließ das DEA. Ich ging dorthin zurück, wo alles angefangen hatte, zum NYPD. Verstanden, ich übernehme. Das war kein Ruf für die Mordkommission, aber ich kannte die Adresse. Das Lagerhaus gehörte Wladimir Lem. Er hatte Verbindung zum organisierten Verbrechen. Wir kannten uns schon länger. Wie Brüder, die im Bürgerkrieg auf verschiedenen Seiten kämpfen. Seine Worte. Na klar, geht's wieder um den Russen. Brauche Unterstützung. Unbekannte Anzahl von Eindringlingen. Mögliche Geiselnahme. 10-4, Unterstützung ist unterwegs. Ich gehe rein. Ja, nicht, dass du einfach wartest, du Held. Ach, komm schon. Die ganzen Painkiller sind weg. Muss ich mal am Rande bemerkt. No standing. Eins der Tore geht bestimmt wieder auf. Oder auch nicht. Bin ich doof? Achso. Ein wenig. Ohne Möglichkeit, die Vergangenheit zu vergessen, blickte ich auf die Straße. Weg vom Rückspiegel und den Leichen, die meinen Weg pflasterten. Ich verfolgte andere Rätsel, andere Verbrechen. Ja, kennst du ein Lagerhaus voller Leute? Geh doch hoch. Hallo, jemand zu Hause? Ein freundlicher Nachbar ist da. Bitte, bitte! Stehen bleiben! Oh nein, nein, nein! Nein! Dick Justice, wirklich? Kommt uns bekannt vor, ein bisschen? Es regnete, als hätten sämtliche Engel des Himmels gleichzeitig beschlossen zu pissen. In einer Situation wie meiner kann man nur in Metaphern denken. Sie hatten die Liebe meines Lebens getötet. Dafür Schweine. Bezahlen. Das Raconteur Magazine kürt es zum besten Kostümdrama seit die tragische Affäre des Jonathan Nightingale. Für Eleganz ist es das größte Melodrama seit dem preisgekrönten Der plötzliche Verlust der Unschuld. Silk and Lace verleiht ihm 5 Taschentücher. Was, 5 Taschentücher? Neuen Folgen fortgesetzt. Castling Versicherungsgesellschaft, weil Ihnen Ihr Heim so wichtig ist. Für weitere Informationen wählen Sie jetzt die 555 Castle. Ah ja, okay. So, da wollte ich den Nachbar da. Ich habe hier was gehört. Hallo? Kann ich helfen? Können wir das Tor aufmachen jetzt? Nein. NYPD. Oh, locker, Officer. Ganz locker. Ich mache hier nur sauber. Alles legal, Officer. Ich arbeite für das Quickie Reinigungsunternehmen. Haben Sie etwas Verdächtiges gehört? Nein, nein. Oh, warten Sie. meinen Sie die Waffenfabrik oben? Bringen Sie mich hin. Los. Was? Sicher, Officer. Wenn Sie unbedingt wollen. Die Waffenfabrik oben. Officer, ihr Korps habt es leicht. Ihr müsst nur zum Tatort fahren und euch ein bisschen umsehen.
Wir müssen den Dreck wegmachen. Hirn, Gedärme und so eine Scheiße. Detective. Detective, hä? Sie wissen, was ich meine. Sie kriegen die Orden und was kriegen wir? Stimmt. Oh ja. Sie wissen, was ich meine. Was ist denn der für ein Scheiß? Er putzt eine Halle und nicht irgendwelche Tatorte. Der wird eine Menge zu putzen haben, wenn wir fertig sind, habe ich so ganz leicht die Vermutung. Nach Ihnen, Detective. Weil ich schnell speichern? Jo. Ah, okay. Oh, Detective, ich habe ja was für Sie. Ja. Yeah. Huch. So. Bin gar nicht sicher, ob der gute Max eigentlich inzwischen mal. Maskiert. Ja. Der gute Max inzwischen mal zielen gelernt hat. Wir können eigentlich auch mal das Fadenkreuz wechseln. Das ist sehr klein, oder? Das sieht ein bisschen doof aus, aber es sollte besser zu sehen sein. Ja, der Club Ragnarok. Ich nehme mal stark an, den wird es nicht mehr geben, nachdem wir dort aufgeräumt hatten. Beziehungsweise bei den komischen Sachen, die dort abgingen, weiß ich eh nicht, wer dahin wollte. Was? Ich bin nicht von Natur aus gewalttätig, aber es pisst mich total an, wenn Sie das machen. Das ist eine Beleidigung, sonst nichts. Wir versuchen es sauber zu machen und die bluten einfach auf den Boden. Das ist wahr. Wir müssen eine Möglichkeit finden, sie umzubringen, ohne Blut zu verspritzen. Weißt du, Gas oder Gift oder sowas? Also, ist doch eine spitzen Idee, oder? Wer ist das? Können wir den? Nein. Aber erstmal schnell. Wir wären doch nicht Max Payne, wenn wir nicht in jeden Schrank gucken würden. Jawohl, da gibt es auch schon ein paar leckere Pillen. Hallo. Einer zu Hause? Kaufmann wartet im Van. Die Hardware ist verpackt. Sobald die Jungs da drin Jackie Brown versorgt haben, sind wir hier fertig. Okay, ich rufe die Mannschaft. Vergewissere dich, dass alles sauber ist. Leichenblut, Fingerabdrücke, Haare, Kippen, leere Hülsen. Wenn wir weg sind, dürfen die Cops keine Spur von Beweisen finden. Nur eine Geistergeschichte. Ja, wie er das jetzt wegräumt, das müsste mir noch erklären, aber ja, macht mal ruhig sauber. Hier geht's eh nicht weiter. Kollege, du liegst im Weg. Bisschen. Und wo sitzt der Hampel, mit dem der gesprochen hat? Oh. Haben gefunden. Der Raum sah aus wie ein Waffenlager, aber es war ausgeräumt worden. Städte? Ragnarok? Ja, also eine Band, nicht der Club. Okay. Hallo? Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht. Ja, natürlich. Sonst würde er ja nicht hier stehen, oder? Kann man das Fenster schon was sehen? Okay, Auto ist noch da.
Ist eine miese Gegend, ja? Kann man nicht überall parken. Dies ist der Anschluss von Annie Fenn. Ich bin zurzeit nicht hier, weil ich diese gemeinen Dinger, die töten, baue. Sprechen Sie nach dem Ton. Sie haben eine neue Nachricht. Süße Annie, hier Vlad. Eine Waffe in deiner Hand zu sein, der Traum eines jeden Mannes. Tut mir leid, dass ich nicht wie versprochen da sein konnte. Etwas kam dazwischen. Nichts Schlimmes, aber hüte dich vor Eindringlingen. Wenn dir etwas passiert, irgendwas, einfach pfeifen. Sie haben keine neue Nachricht. Okay. Was? Wer schließt denn bitte seinen Spind zu? Wird doch nicht geklaut. Wir haben ihn neu. Hä? Was denn? Ah, einen Spind schließen sie zu, ja? Und Safe lassen sie offen. Genug geschwätzt, mach sie fertig! Wartet! Diese Gangster haben uns überfallen! Ich hab nichts gegen euch, Jungs! Ihr habt sie erledigt! Ich arbeite für Vladimir! Schätzchen, du arbeitest für niemanden! Was wollt ihr? Wir können... Oh. NYPD fallen lassen! Erledige sie! Oh Gott, nein! Wie so vieles in meinem Leben begann alles mit dem Tod einer Frau. Ich konnte sie nicht. Immer, oder? Hinterher, lass sie nicht entkommen! Funktioniert denn der Bullet Time? Ach. Okay. Ah, Auto steht noch da. Sehr schön. Ah, ein bisschen Hände waschen hier. Was Blut der Geisel abwischen? Wo sind die jetzt hergekommen? Wie viele Leute brauchen die, um ein kleines Lagerhaus zu überfallen? Gut. Painkiller. Noch ein Spinnen, ja. Wo bleibt denn die Verstärkung? Und inzwischen wird da wohl noch jemand die Bullen gerufen haben. Komm schon, komm schon. Endlich. Mona, Sex. Mona? Max, wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Mona! Was? Dann hat die nicht mal den Anstand, kurz Hallo zu sagen? Wenn du glaubst, ich kann nichts erschüttern, belügst du dich selbst. Im besten Fall bist du zeitweilig tot. Ein Blitzschlag kann dich jederzeit ohne Warnung reanimieren. Töte ihn! Was? Wo denn? Was soll denn der Scheiß?